Hallo meine Lieben, hallo Schatzis, hier ist eure Jonanda. Ja, ich melde mich ein bisschen später als geplant mit 3 Tage, 3 Nächte, weil ich war extrem fleißig und habe an unserem Begleitheft geschrieben für mein Kartendeck Erat Ali Kwando. Ich zeige euch nochmal voller Stolz, wo es reinkommt. Das hier, das ist der Beutel fürs Kartendeck. Deine Geschichte bist du. Im Übrigen, Erat Ali Kwando bedeutet, es war einmal. Und zwar ist das ein Es war einmal, was irgendwann begann, aber die Geschichte ist noch gar nicht zu Ende, weil es ist deine Geschichte und du schreibst deine eigene Geschichte. Ich wurde gestern im Live-Chat gefragt, was bedeutet eigentlich Erat Ali Kwando? Für alle die, die mehr über dieses Kartendeck erfahren wollen, was meinem absoluten Herzblut entspringt und auch dem Herzblut von der Conny und von der Michi, da steckt so viel Liebe drin, gibt es ein Infovideo. Und das findet ihr in meiner Playlist und ihr findet es auch unter den Videos, genau. Und es heißt Erat Ali Kwando, ab jetzt vorbestellbar oder so in die Richtung. Müsst ihr mal schauen, da gibt es also auch so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Kartendeck. Und ich war so vertieft in das Begleitheft, dass ich da einfach dran geblieben bin, weil wenn es gerade so flippt, ne, dann soll man das ja nicht bremsen. So, deswegen bin ich jetzt ein bisschen später mit 3 Tage, 3 Nächte. Und ja, die Legung gilt ganz einfach ab jetzt.de. Ne? Das ist ja ganz einfach. So, wir fangen jetzt erstmal an mit den Engeln und Ahnen. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Oder natürlich auch, wenn ihr neu dabei seid. Das macht mir eine ganz große Freude und möchte mich auch ganz herzlich für die vielen neuen Abonnenten bedanken und eure liebevollen Wertschätzungen in meine Richtung. Es gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Die Community wächst und gedeiht und ich muss auch nochmal dazu sagen, in den Live-Chats, ich finde das so spitzenmäßig, das ist so eine Heiterkeit und so eine Fröhlichkeit, das ist so eine nette Runde, also das ist einfach eine richtig tolle Sache hier, ne? Das muss man jetzt einfach nochmal sagen. So, jetzt aber, die Engel und Ahnen bei Kyle Gray, ich reinige sie nochmal, ne? Die geben uns jetzt erstmal etwas zum Nachdenken rein, worum geht es denn hier überhaupt? Die nächsten 3 Tage, 3 Nächte, was ist hier das Top-Thema? Schauen wir mal. Oh, das ging aber schnell. Seher. Sieh über die gegenwärtige Situation hinaus. Aha. Das heißt ja, dass es hier anscheinend irgend so eine Einschränkung gibt, eine Begrenzung. Es gibt hier etwas, was gesehen werden will und was du bis jetzt noch nicht siehst. Und das siehst du dann, wenn du deinen Blick hebst. Na, sie hat ja hier den Blick sehr gesenkt. Zum einen vertieft sie natürlich in die Kugel. Aber wenn sie den Blick hebt, kann sie auch über die Grenze sehen. So Kugeln, die sind ja richtig gut, um reinzuschauen. Ne? Wenn du dann die Kugel in die Hand nimmst, kannst du in diese Kugel schauen, du kannst über der Kugel meditieren und kriegst dadurch Visionen. Das ist ja so auch die Kraft oder vielleicht auch der Auftrag einer Kristallkugel. Ich habe hier zufällig einen Moment, weil das Jumandachen. Also ich liebe ja Kugeln, gell? Ich habe hier das reinste Bällebad und das ist eine meiner Kristallkugeln und über die kannst du meditieren. Die arbeitet dann auch richtig mit dir. Aber, das heißt aber und, ne, darüber hinaus kannst du aber auch in deine Hände schauen. Zum Beispiel, Moment, ich will mal hier die wieder in ihren Ständer tun. Guck, so habe ich das hier nämlich. Ne? Das ist so meine Kugel. Und die Kugeln, die haben ja was ganz Besonderes. Dadurch, dass sie rund sind, strahlen sie Energie in alle Richtungen gleichzeitig ab. So, das schon mal dazu. Du kannst aber auch in deine Hände schauen oder du kannst auch in ein Wasser schauen. Du könntest dir auch irgendwo ein Wässerchen reinmachen und kannst ins Wasser schauen. Du kannst natürlich auch direkt am Wasser sitzen. Du kannst aber auch immer in deine Hände schauen. Und ich persönlich, ich nehme sehr viel wahr, wenn ich einfach... wenn ich in meine Hände schaue und ich mache mich da dann total locker, ne? Ich mache mich total locker und dann sehe ich. Und ich sehe sowieso. Also ich bin immer so mit einem Bein in der Geistwelt. Aber wenn ich mich dann fokussiere oder konzentriere, ich merke dann auch richtig, wie die Energie fließt und dann sehe ich. Ne? Also ich wollte es einfach gerade mal sagen, weil hier die Kugel so präsent ist. Abgesehen davon ist die Kugel auch Symbol des Drachens. Ne? Drachen und Kugeln, die sind so. Ne? Und es gibt hier also etwas, was gesehen werden will in deiner Situation. Dazu musst du deinen Blick heben oder vielleicht aber auch deinen Blick noch mehr vertiefen. Ne? Also
innen wie außen. Ihr wisst, das ist ja immer so. Gut, das merken wir uns jetzt erstmal. Jetzt schauen wir mal mit dem Rabentarot. Worum geht's hier denn? MJ Cullinane, ihr wisst ja, verwendete Kartendecks von mir findet ihr immer in the box. In the Infobox. So, worum geht's hier denn? Was will hier erkannt gesehen werden? Einer hat sich ach, Jesus, Mutter Anna, unser Freund ist mal wieder rausgeflogen hier. Der Teufel. Den haben wir noch. Der Mond. Ach du lieber Heiland. Das ist ja. Und die vier der Stäbe. So, da müssen wir jetzt erstmal was draus machen. So, worum geht's hier? Es geht hier um eine ganz extreme Anziehungskraft. Der Teufel, das ist ja eine Karte, die kann auch für Sexualität stehen, aber etwas ist hier unfrei. Ne? Und das kann eine Abhängigkeit sein, also auch eine sexuelle Abhängigkeit, um die es hier geht. Der steht für Dominanz, der steht für Macht ausüben. Und man sieht aber hier ist einer ganz mutig. Ne? Hier ist nämlich so ein ganz kleines Vögelchen, das sieht hier den großen Vogel in der Not, weil es hat nichts mit Körpergröße zu tun oder dass jemand größer ist oder mehr ist als ein anderer, sondern das kann jedem passieren, dass er in so eine Abhängigkeit reinkommt. Und also auf dieser Karte ist hier auch Mitgefühl zu sehen. Das kleine Vögelchen zerrt hier an der Kette rum und der große Vogel hier, der ist machtlos. Der ist gebunden, da hat jemand anoscht hier seinen Trudenfuß drauf, ne? Weil die das umgekippte Pentagramm, was ja gedreht ist, es ist ja so, wenn das Pentagramm auf seinen zwei Füßchen steht. Ne? Es steht ja für die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft und Äther. Und es ist ja ein Schutzsymbol. Und wenn es gekippt ist, steht es auf der Spitze. Und dann steht es eben für dieses Machtausüben und auch Satan wird damit symbolisiert. Ja, das ist eine krasse Energie auf jeder Tarotkarte zu finden, weil Licht und Schatten überall. Und ich sage ja immer, Tarot mit seinen 78 Karten ursprünglich zeigt jede Facette des Menschen, die er in sich trägt. Und jeder von uns ist all diese 78 Karten und es kommt immer darauf an, welche dieser Facetten du gerade lebst. Und hier geht es jetzt gerade um die Schattenseite. Ne? Und die will hier vielleicht auch erkannt werden. Hier will was Dunkles gesehen werden. Und Schatten, also ein Lichtarbeiter ist eigentlich ein Schattenarbeiter, weil ein Lichtarbeiter, der stellt sich den Themen und nimmt die an und bringt die in Heilung und in Erlösung. Wir dürfen ja auch nie vergessen, dass der Schatten selbst ein Produkt des Lichts ist. Ja, ein Schatten kann nur da entstehen, wo auch Licht ist, weil Licht den Schatten wirft. Das sind so Sachen, die vergisst man gern. Und Licht in Licht kann sich selbst nicht erkennen. Das Licht erkennt sich, wenn es auf den Schatten stößt. Und der Schatten erkennt sich auch, wenn er auf ein Licht stößt. Dann, boah, dann ist er so geblendet. Das ist wie, wenn so ein Vampir in die Sonne tritt. Ne? Und das sind ja Kräfte, die voll aufeinander prallen. Und es geht hier de facto über Schattenarbeit und auch über eine Angst, die hinter diesem Schatten steht. Das heißt, dieser Schatten in deiner Situation, jetzt musst du mal gucken, ob du was damit anfangen kannst, der bläht sich auf. Und in den Abendstunden wird es schlimmer, kann man so sagen. Der Mond, also hier draußen klopft es. Was will uns das sagen? Ne? Hier draußen wird dann was gearbeitet. Okay, wir deuten alles mit. Dieser Schatten bläht sich ganz besonders in der Dunkelheit auf, in den Abendstunden. Da gibt es dann vielleicht schlaflose Nächte, Insomnia. Da holen einen die ganzen Ängste wieder ein. Und das ist etwas, das will hier gesehen werden. Das kann auch sein, dass du auf jemanden schaust. Ja, dass du hier aufgerufen bist. Sieh über die gegenwärtige Situation hinaus. Ne? Vielleicht ist es ja so, dass du mit einem Menschen in einer Verbindung stehst und dass du die Situation vielleicht gerade völlig falsch bewertest. So, da sind wir wieder beim Thema der Bewertung. Sollte man überhaupt etwas bewerten? Oder sollte man die Dinge einfach erstmal so stehen lassen, ohne direkt ein Urteil zu fällen? Weil vielleicht auf der anderen Seite jemand wirklich in einer ganz krassen Energie gerade ist, die gar nichts mit dir zu tun hat.
Ja, sieh über die gegenwärtige Situation hinaus. Du sollst hier also einen ganz massiven Schatten wahrnehmen und mit der 4 der Stäbe sollst du ihn begrüßen. Also hier will ein Schatten angenommen werden. Hier soll eine Begegnung stattfinden. Es kann auch sein, dass du einem Menschen begegnest, der in dieser Situation ist. Es kann sein, dass es hier jemandem überhaupt nicht gut geht. Ja? Und dass du dich für diesen Menschen öffnen darfst, da sein darfst. Auch wenn du vielleicht 1000 Gründe hast, es nicht zu sein. Sieh über die gegenwärtige Situation hinaus. Was wirken hier für Kräfte? Ja. Und die Karte des Mondes, die steht ja wirklich auch immer für einen Weg der Angst, den man geht. Ja. Und das ist ja wie bei einem Hund, der aggressiv ist. Das ist ganz oft eine Angstbeißer. So, das heißt, diese dunkle Kraft, die bläht sich hier auch so auf, einfach weil sie die Hosen gestrichen voll hat, weil sie eigentlich voller Angst ist. Und so frei nach dem Prinzip ist, Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Also hier ist jemand in einer ganz furchtbaren Lage. So kann man es vielleicht wirklich sagen. Und in einer schier auswegslosen Situation. Ja. Und wenn du selbst das bist, dass du sagst, mir geht's hier gerade so, ne? Dann stell dich den Dingen, begegne deinem Schatten und geh in die Heilarbeit. Lichtarbeiter machen das. Lichtarbeiter sind eigentlich Schattenarbeiter, weil sie sich mit ihren eigenen Schatten auseinandersetzen, weil sie sich ihren Schatten stellen und weil sie wissen, dass diese Schatten da sind, weil sie erlöst und aufgelöst und geheilt werden wollen. Ja, also sind die permanent am Lösen, am Heilen und am Klären und Wurfbotschaft, ne, ganz am Rande. Und du brauchst auch nichts zu fürchten. Außer die Furcht an sich. Ne? Das ist ja auch so ein, wir hatten das eigentlich gesagt, du brauchst nichts zu fürchten, außer die Furcht an sich. Die Furcht ist hier der Fallstrick. Die Furcht selbst. Ne? Jetzt schauen wir mal weiter, wie es hier in den Lenny-Karten. Genau, jetzt legen wir erst die Lenny-Karten. Wie es in den Lenny-Karten liegt. So, Chiro Marchetti, von dem habe ich jetzt die Lenny und die Kibor-Karten. Wollen wir noch mal ein bisschen genauer reinschauen, worum es hier geht. Weltlich, ne? So, ich mische die noch mal. Oh, jetzt habe ich fast eine Karte gehimmelt. Yes, nee. So. Es geht hier um eine Öffnung. Wir haben also hier jetzt auch schon zweimal das Treffen. Ne? Ihr hört die Wuffbotschaft im Hintergrund. Wenn der Hund bellt, heißt das immer hohe Nachrichtenwahrscheinlichkeit. Ne? Die Post kommt, so könnte man es ungefähr sagen. Die kann auch aufs Handy kommen. Ne? Also, jetzt klingelt die Post auch noch. Jetzt geht es gerade nicht. Oder soll ich doch mal gucken? Nee, jetzt geht es gerade nicht. Aber ansonsten ist auch keiner da. Wartet mal einen Moment. Vielleicht ist es ja was für uns. Wer weiß das schon. Ich habe jetzt die Post entgegengenommen. Fürs ganze Kollektiv. Also ich habe die Post entgegengenommen. So, ihr seid hier immer live dabei mitten im Leben, beim Jonant, gell? Also, es geht hier um Öffnung, es geht hier um ein Treffen. Es kann hier wirklich möglich sein, dass hier jemand dich gerade braucht. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, das liegt in den letzten Tagen oft drin. So, dann geht es hier weiter. Da haben wir die Sense und das Buch. Ah, hier gibt es eine Offenbarung. Zieht euch das mal rein. Das Buch, da kommt was ans Licht, was eigentlich verschlossen ist, weil die Sense hackt in den Rücken des Buches. Hier kommt was raus, was unter dem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit gut behütet wurde. Ne? Also hier will möglicherweise dich jemand treffen, um dir etwas zu sagen. Dann haben wir den Hund, weil er dir vertraut. Und
Es hat entweder was mit dem Prozess zu tun, mit seinem Prozess oder mit eurem Prozess, mit der Seelenreise. Es kann aber auch was Geschäftliches sein mit dem Schiff. Ja? Jemand will dich treffen, also jemand hat hier ein ganz krasses Thema, weiß hier nicht weiter, hat wahrscheinlich furchtbare Angst, ist hier völlig unfrei, ist vielleicht auch in einer Abhängigkeit. Es kann auch immer um Sexualität gehen. Ich will einfach alles sagen, was in Frage kommt. Sieh über die gegenwärtige Situation hinaus. Da gibt es noch mehr zu sehen. Du kannst tiefer blicken oder höher blicken. So, jemand hat hier ein ganz, ganz übles Thema am Start. Und jemand möchte dich hier möglicherweise treffen. Die Vier der Stäbe zeigt auch, öffne dich dafür. Ja? Wenn es dein eigener Schatten ist, sieh dir deinen Schatten an. Ein Schatten ist ein Produkt des Lichts. Du brauchst keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Du hast nichts zu fürchten, außer die Furcht an sich. Ich habe aber eher das Gefühl, es geht hier um jemanden, weil hier ist wieder das Treffen. Also hier haben wir quasi eine Verdopplung als Bestätigung. Hier geht es um eine Offenbarung. Hier wird dir etwas mitgeteilt, weil dir jemand vertraut. Entweder geht es hier auch um einen Prozess, um einen Seelenpartnerprozess mit Hund und Schiff. Also sprich, wenn es dein Gegenüber ist, deine Seelenliebe oder so, kann es auch um euch gehen in dieser Offenbarung. Oder jemand vertraut dir etwas Geschäftliches an. Ja? Das ist auch möglich. Oder es ist das möglich, was dir jetzt im Moment reinkommt. Ne? Das ist hier bei mir alles nur eine Möglichkeit. Jetzt gehen wir noch mal tiefer. Nehmen wir noch die Kibbelkarten. Jetzt wird gekibbert. Mit 3B in der Mitte. So. Hier wollen wir noch tiefer, noch tiefer, noch mehr wissen. Oh, hier ist die Verzweiflung schon gefallen. Yes, liebe Anna. 1, 2, 3, 4, 5. Die mische ich jetzt erstmal wieder alle. Die anderen kenne ich noch gar nicht. Ja. Ich habe nur gesehen, die Verzweiflung ist gefallen. So ist gut. Es geht hier um eine Beziehung, um Verbindung. Eine unglückliche Verbindung, eine Veränderung, dich und das große Glück. Das ist ja der Hammer. Also um so einen Punkt zu bringen, bei vielen wird es hier um den Seelenpartnerprozess gehen. Es geht hier um eine Offenbarung. Jemand will dich treffen, weil er dir was sagen will. Weil er dir was sagen will, was er lange zurückgehalten und verschwiegen hat. Es kann sein, dass dir jemand sein Herz ausschüttet, weil er in einer Beziehung kreuzunglücklich ist. Kreuzunglücklich ist, er ist hier in einer ganz massiven Abhängigkeit, er steckt hier in einer Nummer, in der er nicht rauskommt. Er hat hier wirklich Insomnia, schlaflose Nächte, große Ängste plagen ihn. Er muss dich hier unbedingt treffen, möglicherweise um dir sein Herz auszuschütten. Und hier ist eine Veränderung im Gange. Er will es verändern. Er will hier etwas definitiv verändern. Und entweder sieht er in dir eine, wie soll ich das jetzt sagen? Er scheint hier eine sehr große Achtung vor dir zu haben, weil wenn du als reiches Mädchen drin liegst, ne, dann hast du für ihn einen hohen Stellenwert. Weil du bist für ihn ganz einfach eine Person mit Standing, ne? Und du bist vielleicht auch jemand, von dem er sich erhofft, dass du ihm das Glück und das Licht zurückbringst. Es kann aber bei manchen auch sein, dass hier jemand mit dir glücklich werden will. Da kann ich euch aber jetzt schon gleich sagen, der sitzt hier mal schön massiv, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist, in der Scheiße, ne? Das brauchen wir hier auch überhaupt gar nicht schönreden. Ihr wisst, ich bin da immer für absolut klare Worte. Der sitzt massiv in der Scheiße, hat sich in irgendwas reinmanövriert, wo er nicht rauskommt. Ja? Da will er aber mit dir drüber reden. Er hat hier irgendetwas, also das finde ich mal richtig krass, dass die Sense in den Buchrücken schlägt. Das finde ich richtig krass. Das hat für mich jetzt noch mehr Tragweite, wie wenn es andersrum wäre. Also wenn jetzt die hier... Aber es muss immer in den Buchrücken schlagen. In diesem Deck kann die Sense, um das Buch zu öffnen, nur in den Buchrücken schlagen.
Aber in anderen Decks ist es anders. Ne? Wir haben ja jetzt dieses Deck. Es hat ja auch einen Grund, warum es dieses Deck ist. Wenn man jetzt mit einem anderen Kartendeck, mit einem anderen Lenny-Deck legt, dann manchmal ist das Buch ja schon offen oder die Sense würde eben in die Seite nach vorne schlagen. Aber hier schlägt sie hinten rein. Und das ist etwas, boah, das hat er lange, lange, lange für sich behalten. Und das ist hier die absolute Offenbarung. Also beim Treffen, was hier ansteht, und hier wird ein Treffen kommen, wir haben das hier de facto zweimal liegen, da wirst du etwas erfahren. Also schnall dich gut an. Ne? Am besten trinkst du vorher schon einen kurzen, damit es dich nicht vom Hocker haut. Ne? Jetzt schauen wir uns noch alle unteren Karten an. Ich finde das hier gravierend. Und wir ziehen natürlich auch noch eine Rune. Wir ziehen erst die Rune. Nehmen die Mondrunen. Die gibt es im Shop. Die laufen aus langsam. Ne? Es sind noch einige Exemplare. Mir hängt heute alles die Platte. Es sind noch einige Exemplare da, aber es ist unter 50 gegangen. Ne? Ich will es euch nur noch mal sagen. Das war die neueste Information von der Conny. Ich weiß nicht, ob diese Mondrunen in der Form noch mal so zurückkommen, weil die Herstellung sehr aufwendig ist und auch sehr, da es sehr hochwertig ist, auch sehr kostspielig und der Fokus liegt jetzt erstmal am Kartendeck. Ne? Also wer schon lange mit den Runen liebäugelt, langsam wird es eisdünn. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ne? So, wir fragen die Mondrunen. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Ich hätte jetzt gerne eine Rune auf die Gesamtsituation. Ja, ich glaube, eine Rune reicht uns. Ich hätte gerne eine Rune. Welche Kraft wirkt denn hier über dieser Legung? Ich habe sie. Und es sind zwei. Es sind zwei. Es ist die Urus und es ist die Kenas. Passt auf. Ein Kind ist in den Brunnen gefallen in dem Fall. Und das ist dieser Mensch. Das ist für mich in dem Moment jetzt wirklich ein Absturz. Die Urus ist ja auch eine Kraftrune, was mir auch zeigt, dass hier eine starke dunkle Kraft in dem Fall wirkt. Eine starke dunkle Kraft wirkt. Und hier ist jemand in den Brunnen gefallen. Und mit der Verzweiflung liegt es halt hier klosglockenklar drin. Er weiß nicht, wie er aus diesem Loch, wo er reingefallen ist, alleine wieder rauskommen soll. Hier hat sich jemand schön reingeritten. So. Und mit der Kenas ist da zum einen, die Kenas ist ja auch der Funke, ja, so ein Hoffnungsfunke da. Und ich habe das Gefühl, dass die Hoffnung hier auch auf dir liegt. Dass die Hoffnung auf dir liegt, dass du hier eine glückliche Wende reinbringen könntest, vielleicht auch durch das, was du weißt, weil du vielleicht auch einfach ein Glücksritter bist. Oder dass hier die Hoffnung liegt, ich weiß ja nicht, was zwischen dir und diesem Menschen vorgefallen ist, dass es hier einen Weg zu dir zurückgibt, weil er erkannt hat, dass du hier von extrem hohem Wert bist. Ne? Eins ist klar, dieser Mensch hat eine große Wertschätzung dir gegenüber, auch wenn du das manchmal nicht merkst. Hier, schau über die, ne, wie steht's hier? Sieh über die gegenwärtige Situation hinaus. Vielleicht stehst du da in deiner Situation und fühlst dich komplett entwertet oder auch ganz einfach, ich sag's jetzt so, wie es ist, einfach nur scheiße behandelt, schlecht behandelt, fallen gelassen, stehen gelassen, du fühlst dich vielleicht auch als Ersatzbank oder wie auch immer. Du kannst aber sicher sein, dass dieser Mensch hier, ohne dass ich den jetzt verteidigen will, ja, aber der macht ja auch Erfahrungen auf seinem Seelenweg. Der ist ja auch in seinen eigenen Prozessen. Ne? Der hat seine eigenen Themen und in so einer Seelenliebe begegnet man sich immer wieder, dann geht man wieder auseinander. Und es kann ganz einfach auch sein, dass er jetzt ein Stück des Weges tatsächlich ohne dich gehen musste, hat ihn nochmal schön massiv deine Themen getriggert, hat dir nochmal schön eine Verletzung zugefügt, damit du auch was zu tun hast, ja, damit du nämlich deine Themen heilen kannst, weil verletzen kann dich jemand nur an einem Punkt, wo du nicht heil bist. Ich erinnere euch daran, wir haben ja jetzt eben über Drachen gesprochen, im Zusammenhang mit der Kugel, ne, dass die Kugel eben das Symbol des Drachen ist. Bei vielen Drachen ist davon die Rede, dass denen eine Schuppe fehlt. Ne, beim Drachen Smaug fehlt sie unterm Flügel, ich glaube, es war der linke, da wurde er am Ende getroffen. Diese eine fehlende Schuppe hat ihn niedergestreckt. So,
Oder unser Held Siegfried, der Fafnir besiegt hat, der wurde ja dann mit dem Blut des Drachen besudelt und war unbesiegbar bis auf eine Stelle auf der Schulter, glaube ich, auf dem Schulterblatt, wo ein Lindenblatt auf seiner Schulter lag. Das ist dann anschließend abgefallen. An dieser Stelle war kein Blut, da war er verletzlich. Ne? Und wie komme ich jetzt überhaupt da drauf? Jetzt habe ich so viel erzählt. Wie komme ich jetzt auf dieses... Wie komme ich jetzt auf dieses... Ach genau, dein Gegenüber kann dich nur dann verletzen, wenn dir irgendwo als Drache eine Schuppe fehlt. So, und genau da sollst du heilen. Das hat er vielleicht noch gemacht, dann ist er aus deinem Leben verschwunden. Du hast jetzt natürlich ein Gesamtbild über ihn und sagst, oh, ne, ich bin durch und was weiß ich nicht alles. Aber er ging seinen Weg in eigener Sache weiter und macht hier gerade eine richtig harte Erfahrung. So. Und weiß nicht, das Kind ist in den Brunnen gefallen, wie er da wieder rauskommen soll. Und er hat vielleicht furchtbare Angst, ja. Und auch, er kommt mit seinen Schatten nicht klar. Ne? Und deshalb kann es sein, dass ihr euch wieder begegnen werdet. Und der jonantische Rat ist, sei einfach offen und wertfrei. Sei einfach offen und wertfrei. Wichtig ist halt immer, bei solchen Begegnungen kein Ergebnis zu erwarten. Ja, das habe ich in der letzten Zeit auch oft gesagt. Wenn du dann erwartest, ihr trefft euch und dann sagt jemand, ja, ich entscheide mich für dich, ich werde das Ganze jetzt öffentlich machen und wir sind jetzt endlich ein Paar. Und wenn du mit so einer großen Erwartungshaltung in so ein Treffen reingehst, dann bist du wahrscheinlich am Ende bitter enttäuscht. Ja? Weil in dem Treffen ging es dann vielleicht ganz einfach darum, ja, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und du reichst hier die Hand und holst es wieder raus. Ne? Und wir haben auch hier den klaren Blick. Die Kinder, es ist ja auch wie ein Auge von der Seite. Die Dinge betrachten, da sind wir wieder beim Seher, ne? Oder bei der Seherin. Finde ich auch spannend, das ist hier wie beim Reisenden, weibliche Person, Reisender, weibliche Person, Seher. Ich finde das genial gelöst von Kyle Gray, da macht man direkt einen Kniefall. Er hat das Gendern umgangen, gell? Das mal so ganz am Rande. Stellt euch mal vor, jetzt wird hier stehen, Seher, Querstrich im. So eine Scheiße, ey. Das ist auch, Entschuldigung, ich sage ja heute ständig dieses Wort. Aber wahrscheinlich ist es heute angebracht. So. Hinschauen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt so heute nicht das Gefühl, dass die Kenas was mit Projektion zu tun hat. Im Übrigen steht die auch für einen Neubeginn nach einer überstandenen Krise. Auch das ist die Bedeutung der Kenas. Jetzt schauen wir noch auf die Unterdecks. Fangen wir doch mal bei den Kibbelkarten an. Ach, guckt euch mal das an. Unterdeckt die Hauptperson. Däh. Noch Fragen? Da haben wir keine Fragen mehr, stimmt's? Unterdeckt der Baum, Heilung. Hier gibt's einiges zu heilen. Jesus, na. Unterdeckt Tarot, das Ass der Münzen. Größte Glückskarte im Deck, die ultimative Chance. Wer ist hier das große Glück? Du, das reiche Mädchen. Reich an Wissen, reich an Erfahrung, reich an allem, was er braucht, ja, um aus dem Brunnen wieder rauszukommen. Ne? Oh, jetzt ist die hier runtergerutscht, habt ihr gesehen? Und da liegt das Ass der Schwerter. Der. Zwei Asse, das Ass der Münzen, das Ass der Schwerter. Hier will was geklärt werden, aufgeklärt werden. Krasse Sache. Und jetzt schauen wir auch noch unter die Engel und Ahnen. Das ist ja vielmehr, wir haben hier die Chance. Er sieht in dir natürlich eine Chance und er sieht auch in dir die Chance, dass du ihm hier hilfst, aus der Patsche wieder rauszukommen. Ja, ganz klar. Und die unteren Engel und Ahnen, ha, Gestaltwandler. Verwandle und enthülle deine Gaben. Diese Karte kennen wir doch schon. Und ihr habt hier auch, ihr habt aufgepasst wie ein Luchs, weil tatsächlich ist hier im Hintergrund auch eine Schlange zu sehen. Guckt. Und die Schlange in dem Fall, die hat ja auch ihre Kraft.
Das ist ja hier eine durchweg positive Karte, deswegen sehe ich diese Schlange hier als tatsächlich auch als Heilenergie. Schlangen werden auch immer mit weiblicher Heilenergie in Verbindung gebracht. Und Schlangen können natürlich auch, ihr kennt ja den Spruch, die Dosis macht das Gift. Die Schlangen können natürlich auch mit ihrem Gift heilen. Und es gibt ja auch Schlangengift, was zur Heilung eingesetzt wird. Es kommt halt darauf an, wie viel. Also hier geht es auch um das rechte Maß der Dinge. Auch bei den Tierkräften ist das so. Und die Schlange zeigt ja auch dunkle Kräfte an. Und wenn man sie jetzt wie so eine Hagalas-Energie sieht, ist sie aber auch der Gegenzauber. Und jetzt kann es sein, dass du hier mit einer ziemlich heftigen Situation konfrontiert wirst, ne? Weil hier jemand wirklich ein ziemlich großes Problem hat. Und davon wird er dir berichten. Ne? Davon wird er dir berichten. Du hast vorher schon kurzen getrunken, bist auf alles gefasst. Ne? Und du bist schon quasi mit Informationen bis unter die Zähne bewaffnet, weil du weißt, Tierkräfte helfen dir jetzt, da durchzukommen. Wie würde sich der Wolf in dieser Situation verhalten? Oder der Adler? Oder die Schlange? Oder dein Krafttier? Ja? Das wird bestimmt nicht sagen, jetzt Mutter Anna, Heiland der Erdbewohner, damit will ich nichts zu tun haben. Das wird es bestimmt nicht sagen. Ja? Es würde sich instinktiv durch die Situation durchbewegen. Welcher Kraft bist du verbunden? Also verbinde dich hier mit deinen Tiergeistern. Wie würde dieses Krafttier jetzt handeln, wenn es in der gleichen Situation wäre? Der Wolf zum Beispiel ist ein Seelenführer. Der würde sich den Schatten stellen. Der kennt die Dunkelheit, der kennt die Nacht, der weiß auch um die dunklen Kräfte. Der weiß auch, jeder Wolf war schon mal ein Werwolf. Der weiß das alles. Der geht in den tiefen, tiefen, dunklen Wald rein. Egal wie tief der Wald ist. Der stellt sich den Dingen, der löst und der findet aber auch wieder zurück. Der Adler, der erhebt sich in die Lüfte. Es ist ein Adler geworden. Ein Adler ist im Hühnerstall nicht glücklich. Der Adler, das ist der große Meister, die Dinge von oben zu betrachten. Ja, und er kann höher fliegen als alle anderen Vögel. Ich glaube, der Einzige, der dem Adler, der sogar noch größer ist oder noch höher fliegt, ist der Kondor. Da könnt ihr mir auch gern was dazu sagen, wenn ihr das gerade wisst. Ne? Ihr wisst, ich bin ja hier immer sehr spontan und da muss ich immer alles abrufen können, gell? Was ich je erfahren habe. Der Kondor ist ja auch ein Greifer, der ist, glaube ich, noch mal eine Hausnummer größer. Ne? Wenn der Adler der König ist, dann ist der Kondor der Kaiser. So. Da gibt es auch noch die Harpie. Ne? Die ist auch krass. Auf jeden Fall geht es ja jetzt hier um dein Krafttier. Und wie würde dieses Krafttier sich durch diese Situation bewegen? Ne? Sicherlich auch mit einer großen Portion Güte. Das möchte ich jetzt einfach nochmal dazu sagen. Weil hier braucht, glaube ich, jemand wirklich, wirklich Hilfe. Also wenn es hier ans Eingemachte geht, Junge, 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 da hast du ganz schön was zu tun. Aber du bist ja jetzt gut aufgestellt. Ne? Schließlich entgeht dem Rudel nichts. So, in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Ich wünsche euch ein zauberschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ruht euch mal ein paar Tage von mir aus. Ne? Ich bin schneller wieder da, wie ihr meint. Ich freue mich aus ganzem Herzen über eure lieben Kommentare. Ich bin noch ganz viele Videos im Rückstand und muss Herzchen verteilen. Das mache ich auch alles. Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn nicht gleich ein Herzchen kommt. Ne? Weil ich bin gerade wirklich in Sachen Kartendeck, bin ich gerade echt Vollzeit beschäftigt. Aber ich werde mich durchherzen. Ich nutze jetzt die nächsten Tage und herz immer ein bisschen was. Ne? Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ihr mir ein Abo dalasst und wenn ihr unsere Videos teilt und. So, jetzt bin ich wieder weg. Bis dahin, dicken Kuss, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.